meine lieben Kreativen, da bin ich wieder. Und es gibt wieder ein kleines Gedicht. Mal gucken, was wir hier haben. Oh, hier ist was. Oh, da ist mein Blatt Papier zum Ablesen. Süßer die Glocken nie klingen, als zu der Weihnachtszeit. Es ist, als ob Englein singen, wieder von Frieden und Freud. Wie sie gesungen in seliger Nacht, Glocken mit heiligem Klang, klinget der Erde entlang. Oh, wenn die Glocken erklingen, schnell sie das Christkindlein hört, tut sich vom Himmel dann schwingen, eilig hernieder zur Erd. Segnet den Vater, die Mutter, das Kind, Glocken mit heiligem Klang, klinget der Erde entlang. Klinget mit lieblichem Schalle, über die Meere noch weit, dass sich erfreuen doch alle, seliger Weihnachtszeit. Alle aufjauchzen mit herrlichem Sang, Glocken mit heiligem Klang, klinget der Erde entlang. So, und jetzt geht's ans Büblein. Und das ist jetzt die Nummer 3. Wo haben wir denn? Mal gucken. Da unten ist sie versteckt. Da sehen wir, da hat sie dann versteckt. Wie? Nummer 3. Oh, wo ist es denn? Oh, ich kann es dann wieder nicht richtig halten. Da ist es. Oh, es glitzert. Spiegelkarton, wollte ich schon sagen. Sieht jedenfalls fast so aus. Das ist Geschenkpapier. Na, gucken wir mal, wer sich da drin versteckt hat. Oh. Tada. Yeah, Nicole Cards and Candles. Ja, bei der lieben Nicole habe ich auch ein Tutorial gesehen. Und das habe ich nachgebastelt. Das hat mir sehr gut gefallen. Das werde ich euch gleich mal zeigen. Aber erst noch das Büchlein wieder rein. Na, die die Schneemänner machen sich ein bisschen dick. Na, kommt mal wieder zurück. So. Und zwar hat die liebe Nicole eine Karte gebastelt. So. Das nennt sich wohl Laternenkarte. Und die habe ich gern mal nachgebastelt. Hier, die ist so. Könnt ihr das sehen? Kann man so aufstellen. Habe ich ein Vögelchen reingemacht mit Serviettentechnik und hier ein bisschen was geklebt. Herzchen, Sternchen. Und dann hier noch die Schneeflocken. Und einen kleinen Ast. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, das nachzubasteln. Liebe Nicole und den Kanal von der lieben Nicole und auch dieses Video verlinke ich euch dann im Anschluss gerne. So, das war's wieder für heute. Mal gucken, wo wir die Karte heute hinstellen. Heute sowieso stehen lassen. Ja, passt sie dahin? Ja, sieht ganz gut aus. Ja, genau. So, dann bis morgen, meine lieben Kreativen.